Hallo, 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 hier ist wieder der Sashi von Shoki Banoki und ich bin heute immer noch bei der Silke. Und bei der Silke haben wir bei der Sitzung irgendwann die Trance angefangen, also ich bin in die Trance gegangen und die Silke hat mit mir ein paar hypnotische Phänomene ausprobiert und wie das ausgegangen ist, das schaut ihr euch jetzt an. Auf eins oder so. Du machst jetzt erstmal diese hypnotischen Phänomene. Yes. Okay, ich bin dabei, alles gut. Sitzt du gut? Ich habe gerade überlegt, ob ich wirklich bequem sitze, aber ich glaube, so sitze ich bequem jetzt, ja genau. Das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Fühlt sich gut? Ja. Stört irgendwas? Nein. Sehr, sehr gut. Okay. Dann darfst du dir jetzt einen Punkt auf dem Boden suchen und darfst einmal dorthin gucken, den Blick fixieren und ich darf deine linke Hand nehmen und du schaust einfach auf diesen Punkt und du kannst ganz locker lassen, dann machst du es mir ein bisschen leichter und irgendwann darfst du die Augen schließen, wenn du dich sicher und gut fühlst, soweit bist, sehr, sehr gut. Der Arm geht weiter nach oben und dann geht der Arm ganz langsam wieder nach unten und während er so nach unten geht, kannst du gerne ganz leicht mit den Augen flackern. Einfach nochmal checken, ob alles okay ist, ob alles passt. Sehr, sehr gut. Und dann geht der Arm wieder nach oben und die Augen können wieder ganz sicher, ich gehe nach oben, ganz sicher zugehen. Sehr gut. Du kannst deinen Arm ruhig ganz locker lassen. Ich führe deinen Arm genau und während er langsam nach unten geht, kannst du deine Augen wieder leicht flackern lassen und kannst dich immer tiefer und tiefer entspannen. Sehr gut. Und dann geht der Arm wieder nach oben und die Augen gehen ganz zu und bleiben auch ganz zu. Desto mehr der Arm nach oben geht, umso tiefer und tiefer kannst du dich entspannen. Und dann darf der Arm genau hier stehen bleiben, so in der Luft. Sehr, sehr gut. Und gleich, wenn ich den Arm antippe, dann kann der Arm ganz langsam in den Schoß fallen, ganz natürlich, automatisch. Und desto tiefer dieser Arm fällt, umso mehr kannst du dich entspannen, okay? Sehr gut. Und jetzt kann er ganz langsam in den Schoß fallen und du kannst einmal die Aufmerksamkeit zu deinen Füßen richten. Und kannst einmal deine Füße anspannen, jetzt. Und bei der nächsten Ausatmung die Anspannung wieder loslassen. Sehr, sehr. Und dann kannst du einmal in deine Waden hineinfühlen und kannst du einmal deine Waden anspannen. Sehr gut. Und bei der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Sehr, sehr gut. Und dann kannst du in deine Oberschenkel hineinspüren. Gerne auch in das Gesäß und das einmal bitte anspannen zusammen. Sehr, sehr gut. Und bei der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Sehr. Und dann kannst du mal deinen Rücken nach oben hin fühlen und auch da die Muskulatur einmal anspannen. Sehr gut. Und bei der nächsten Ausatmung wieder loslassen. Sehr schön. Und wenn du magst, kannst du deinen Hals, deinen Nacken, deinen Kopf ganz leicht von rechts nach links und von links nach rechts führen. Ein bisschen entspannen, genau. Einfach ein bisschen lockern. Sehr, sehr gut. Super. Dann wieder in der Mitte. Hinkommen, sehr gut. Und dann spür mal, wie ganz viele kleine Finger hinten an der Kopfhaut, von hinten nach vorne deine Kopfhaut massieren, sodass deine ganze Kopfhaut sich komplett entspannen kann. Bis vorne zur Stirn. Sehr gut. Und deine Stirn darf sich ganz entspannen. Deine Augen dürfen angenehm schwer werden. Und deine Wangen dürfen auch ganz angenehm schwer werden. Dein Mund und dein Kieferbereich darf ganz entspannt sein. Sehr, sehr gut.
Und wenn du jetzt eine Skala von 1 bis 10 hast und 10 ist hellwach und 1 ist tiefenentspannt, bei welcher Zahl befindest du dich? 3. Sehr, sehr gut. Fühlst du dich da wohl? Sehr, ja. Sehr gut. Okay, dann stell dir doch jetzt mal vor, wie deine Augenlider ganz schwer werden. Ganz angenehm schwer. Und dann stell dir vor, wie deine Augen wie mit einem Reißverschluss verschlossen werden können. Ja? Kannst du dir das vorstellen? Sehr, sehr gut. Und wenn du dir vorstellen kannst, dass deine Augen sehr schwer sind und mit diesem Reißverschluss zugemacht werden, dann richte deinen Blick einmal genau hierhin, hier wo mein Finger ist. Den Blick komplett hier hinrichten. Kannst du das? Mhm. Sehr gut. Und wenn du den Blick hier hinrichtest und gleichzeitig merkst, wie angenehm schwer deine Augen sind und wie sie mit dem Reißverschluss verschlossen sind, dann versuche die Augen aufzumachen, nur um zu merken, dass es nicht mehr geht. Wenn du richtig merkst, wie schwer sie sind und wie sie zu verschlossen sind und du hierher schaust, dann versuche sie aufzumachen, nur um zu sehen, dass es gar nicht mehr geht. Sehr, sehr gut. Geht nicht. Sehr gut. Okay. Ich erlöse dich. Du darfst natürlich deinen Blick wieder nach vorne richten. Du darfst deinen Reißverschluss wieder aufmachen. Genau. Und wieder öffnen. Sehr gut. War gut. Wieso geht das nicht? Sehr gut. Aber lass doch mal die Augen wieder zu. Du kannst jetzt aufmachen. Du hast die Sicherheit, dass die Augen aufgehen. Einmal eben die Augen zu. Genau, sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt einmal deine linke Hand, okay? Und nimm sie einmal hier nach oben. Richtig so, genau. Und mach mal die Faust. Genau, sehr gut, hier. Und du bist ja ganz stark. Du kannst hier richtig schön anspannen, richtig? So, mhm. Sehr gut. Und jetzt stell dir mal vor, wie von hier nach hier ein Stahlträger durchgeht. Okay? Von hier bis hier geht komplett der Stahlträger durch. Kannst du dir das vorstellen? Sehr, sehr gut. Und dann stell dir vor, wie um diesen Stahlträger herum sich Marmor komplett ausbreitet. Ja? Und hier komplett um den Stahlträger herum ist Marmor, komplett fest. Merkst du, wie fest der Marmor ist hier? Mhm. Ja, sehr gut. Und wenn du spüren kannst, wie dieser Stahlträger hier durchgeht und der Marmor hier komplett fest ist, dann versuche den Arm zu knicken, nur um zu merken, dass es nicht mehr geht. Hast du das gefühlt? Ich weiß nicht, ob ich es gefühlt habe, aber... Mhm. War vielleicht nicht ganz da, weil eben das Phänomen eben hat mich noch beschäftigt. Okay, siehst du? Aber das ist super, denn du kannst deinen Arm knicken. Natürlich kannst du ihn knicken, immer dann, wenn du willst. Und die Sache ist die, du musst dich drauf einlassen. Mhm. Kannst du die Augen, das Phänomen von eben, nochmal loslassen? Schaffst du das? Mit dem Gedanken, dass wir nachher nochmal rüber reden? Mhm. Sehr, sehr gut. Und noch einmal, versuche, von hier nach hier... Ein Stahlträger. Richtig dick und fest der Stahlträger von hier durch. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Der komplett durch den Arm geht. Sehr gut. Mhm. Und jetzt stell dir vor, wie drumherum richtig feste, ausgehärtetes Marmor ist. Hier komplett. Komplett drumherum ist um den Arm Stahlträger, um Marmor, um diesen Stahlträger. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Und fühl mal, wie es sich anfühlt, wenn dieses Marmor komplett hier so durch ist. Fühl mal richtig, wie dieser Marmor ist, richtig kalt und auch dieser Stahlträger richtig fest und richtig kalt. Fühlst du das richtig? Sehr gut. Und wenn du das richtig fühlst, nur wenn du es dir richtig fühlst, dann versuche den Arm zu knicken, nur um zu merken, dass es nicht geht. Nur dann, wenn du richtig fühlst, wie der Stahlträger ist und das Marmor ist, dann versuche ihn zu knicken. Das geht nicht so lange, wie du es fühlst. Und wenn du aufhörst, das zu fühlen, sehr gut. Und wenn du aufhörst, das zu fühlen, dann kannst du natürlich, wenn du aufhörst, den Stahlträger zu fühlen, aufhörst, das Marmor zu fühlen, dann zum Glück kannst du deinen Arm wieder klicken. Möchtest du noch ein Phänomen? Hm. Ja? Mhm, sehr, sehr gut. Dann leg doch mal deine dominante Hand, auch die linke Hand, mal richtig auf dein Bein, fest auf dein Bein drauf. Richtig fest, genau, sehr gut.
Und jetzt stell dir mal vor, warte, ich mache das hier ein bisschen nach oben, genau, richtig fest, sehr gut. Und jetzt stell dir mal vor, wie von oben ein richtig starkes Gewicht drauf drückt, richtig feste drückt das Gewicht nach unten. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Und kannst du das fühlen, wie sich das anfühlt, wenn das richtig feste von oben runter drückt? Sehr, sehr gut. Und wenn du dir das vorstellen kannst, dann stell dir auch vor, wie zwischen deiner Hose und auch dem Bein und auch deiner Handfläche von innen sich ein Kleber komplett ausbreitet. Ja, ein flüssiger Superkleber breitet sich komplett aus zwischen deiner Hand, deiner Hose und auch deinem Bein und der härtet komplett aus, jetzt, richtig aushärten, so dass er ganz hart ist. Und gleichzeitig drückt dieses schwere Gewicht von oben drauf auf deine Hand. Und wenn du das beides richtig fühlst, wie es von oben drückt und gleichzeitig dieser Superkleber, der komplett ausgehärtet ist, dann versuche die Hand zu lösen, nur um zu merken, dass es nicht mehr geht. In dem Moment, wo du das richtig fühlst, wie von oben das Gewicht drauf drückt und dieser Kleber komplett ausgehärtet ist, dann versuche diese Hand zu lösen, nur um zu merken, dass es nicht mehr geht, weil dein Gedanke ist super stark. Es geht nicht. Sehr gut. Und wenn du aufhörst zu denken, dass der Superkleber da ist jetzt und aufhörst zu denken, dass das Gewicht da ist jetzt, dann kannst du natürlich deine Hand wieder lösen und ganz entspannt gehen. Sehr gut. Ich glaube, das war jetzt ganz schön viel. Stopp, Augen zu. Ich bin noch nicht fertig. Ich zähle bis 5, okay? Mhm. Und bei 5 darfst du deine Augen aufmachen. Mhm. Ja, sehr gut. Also, 1, erstmal darfst du nochmal tief ein- und ausatmen. Sehr gut. 2, du darfst dich ein bisschen recken und strecken und bewegen. Immer wieder ein bisschen hier anzukommen. Sehr gut. 3, noch einmal tief ein- und ausatmen. Sehr gut. 4, frisches Quellwasser strahlt dein Gesicht. 5, du kannst deine Augen öffnen und dich wieder ganz wohl fühlen. Ja. Ja, verrückt irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich kommentiere das mal jetzt. Also ist irgendwie ganz cool. Also das mit den Augenlidern war ja am Anfang schon so, wo du selbst denkst so, hä? Ich muss doch jetzt die Augen aufmachen können, aber es geht nicht. Ich kann die Augen nicht aufmachen. Und das Ding war, dass ich halt über dieses Ding die ganze Zeit noch so nachgedacht habe, dass ich mich auf das andere nicht einlassen konnte. Deswegen hat das mit dem Arm am Anfang scheinbar nicht funktioniert, weil ich konnte ihn ja knicken. Und dann haben wir wieder ein kleines Reset gemacht, dass ich das vergessen konnte und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und das war tatsächlich so, dass im Prinzip, ich habe halt gemerkt, so richtig, wie alles so hart wird. Als wenn meine Muskulatur so hart wäre, aber nein, das war alles so hart hier. So. Und dann ging es halt nicht mehr. Es war aber nicht beängstigend. Das war nämlich mein Bedenken vorher. Dass ich gedacht habe, ich kann etwas nicht tun und das ist dann beängstigend für mich, dachte ich. Irgendwie so irgendwas reingepackt zu werden, wo man eigentlich nicht sein kann oder sein will, natürlicherweise. Mhm. Und das mit dem Arm, ja, es war auch irgendwie komisch. Also es war, ja, funktioniert irgendwie, warum auch immer. Mhm. Wer kommt denn auf sowas, sag mal? Wie kommt man denn auf sowas zu sagen, so, ja, du kannst die Augen nicht mehr öffnen? Also, wie kommt man auf die Idee, zu hypnotisieren. Wie kam das ursprünglich? Das würde mich mal interessieren. Weißt du sowas? Bei mir oder überhaupt? Nee, grundsätzlich. Hypnose? Grundsätzlich. Also wie entstand irgendwann mal Hypnose? Das ist eine richtige Frage. Ja. Ich glaube, die Hypnose gibt es schon verdammt lange, nur sie hieß nicht immer Hypnose. Ja, also dass man sich mit Gedanken fit macht, um etwas zu schaffen oder etwas zu machen, ist, glaube ich, in den Urvölkern schon vorhanden gewesen. Hammer. Ja, nur es hieß nicht Hypnose. Es hatte noch keine Angst davor. So, aber Fakt ist, genau das zeigt es, dass dein Gedanke im Endeffekt dafür verantwortlich ist, was passiert. Heißt, wenn du es jetzt geschafft hast, deinen Gedanken so zu halten, dass deine Augen nicht aufgehen, was denkst du, was der Gedanke bei dir auslöst, ich kann das nicht? Ja, natürlich, klar. Also wenn man immer sich sagt, ich kann das nicht, ich kann das, dann kann man es wirklich nicht. Mhm. Genau, so, aber umgekehrt. Mhm, genau. Oder ja. Was macht dieser Gedanke, ich habe ein Problem? Das ist ein Problem. Das ist dann ein Problem. Mhm.
Alternativ wäre es schön zu sagen, ich finde eine Lösung. Ja. Und das ist einfach so die Stärke. So ein hypnotisches Phänomen zeigt einem einfach nur, zu was man selber in der Lage ist. Und es war ganz schön, dass du das selber ausprobieren konntest, dass du das selber fühlen konntest und dass du natürlich in dem Moment, wo du im Endeffekt dich nicht drauf einlassen kannst, warum auch immer, ja, ich kann dir das nicht antun. Ich kann nicht für dich mit dem Rauchen aufhören, ich kann doch nicht für dich irgendwas erreichen. Du musst das selber machen mit deinen Gedanken. Ich kann das nicht. Aber was ist in dem Moment, wenn ich die Augen schließe und ich die Augen nicht mehr aufbekomme? Was ist in dem Moment, wenn ich die Augen aufmachen möchte, aber ich kann sie nicht aufmachen und ich schaff's ja nicht? Da brauche ich ja dich erstmal dafür, damit mir die Augen wieder aufgehen. Lässt ja einfach den Gedanken los. Du kannst ja nicht Ach so. permanenten Gedanken halten. Ach so, okay. Also Da kommen ja irgendwann würde ich die andere. Augen wieder aufmachen. Natürlich, irgendwann hast du auch nicht mehr die Kraft, diesen Gedanken zu halten, ohne einen Hintergrund dahinter. Ja? Es gibt zum Beispiel ein spannendes Phänomen, wo eine Mutter, das ging durch die Medien, wo eine Mutter einen LKW hochgehoben hat, weil ihr Kind darunter lag. Eine Frau, einen LKW. Auch das war ein Gedanke in ihrem Kopf. Sie muss ihr Kind retten. Das war der Gedanke. Und dann schafft sie viel. Dass sie danach Rückenschmerzen hat, ist klar. So, wahrscheinlich auch Muskelkater. Okay. Ja, also der Gedanke schafft im Endeffekt alles. Der Gedanke schafft, dass Flüchtlinge es schaffen, aus irgendeinem Land hierher zu laufen. Mit dieser Energie, mit dieser Kraft, mit diesem, was sie sich im Kopf sagen, sie müssen einfach, sie müssen sich retten. Das schafft ein Gedanke, ja. Wenn du jetzt loslaufen würdest, du würdest es wahrscheinlich nicht schaffen. Also ohne den, ich Ja, will dich nicht nee, so stellen, aber ohne weil diesen ich es nicht Gedanken. wirklich will, Genau. weil es ist nicht mein Genau. unbändiges Ziel ist, Eben. sozusagen. Und so würdest du auch nicht permanent deine Augen zubelassen können, weil das nicht dein Ziel ist, permanent die Augen zuzuhaben, Okay. oder? Ja, die hypnotischen Phänomene haben bei mir geklappt, sieht man ja. Also, ich habe es auch nicht erwartet, aber es geht ja noch weiter. Und das sehen wir dann im dritten Teil, der demnächst kommt. Die Silke versucht, mich direkt zu therapieren und meinen Muskelkater zu entfernen. Aber das sehen wir im dritten Teil. Mal sehen, ob es funktioniert.